Kinder, als ich damals eure Mutter kennengelernt habe. Wir haben damals Königsberger Klopse mit Knoblauch modifiziert und waren auf der Jagd nach Vampiren. Das war halt damals der heiße Scheiß. Die haben uns sowieso Frauen und Kinder und Jobs weggenommen. Da konnte man ruhig mal... Naja, ihr wisst schon. Der Geheimdienst unserer Majestät hat uns ein sicheres Zimmer vermittelt. Wir wurden freundlich begrüßt, erst vom Pförtner, dann vom Facility Manager. Willkommen! Die Zimmer waren gemütlich. Ich bitte sehr um Verzeihung, wenn ich störe. Aber nicht, doch keineswegs. Ich weiß nur nicht mehr, was ich machen soll. Ich langweile mich so furchtbar. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr. Sie wissen, was ich meine. Und außerdem ist es gut für die Gesundheit. Einmal am Tag ist das Mindeste, finden Sie nicht auch? Ja. Ja, dann will ich mal rasch. Oder haben Sie was dagegen? Ich? Nein, ganz im Gegenteil, aber... Oh, vielen Dank, das ist sehr lieb von Ihnen. Ich dachte, sie meinte das alte Rein-Raus-Spiel. Doch sie wollte nur baden. Ich durfte nicht mal mit. Pah! Aber ich wäre besser dabei gewesen. Denn es kam. Der notgeile Vampir und entführte. Eure Mutter. Meine Frau. Meine Liebe. Was? Nach einem guten Frühstück am nächsten Morgen wollten wir ausziehen, den Graf zu entsorgen. Als wir rauskamen, war der Facility Manager schon im Arsch. So mussten wir alleine losziehen. Der Professor und ich. Der Empfang war nicht so dolle. Kein Sekt, kein Keks, aber wir wurden durchgelassen. Professor Abronsius von der Königsberger Universität. Das ändert alles, meine Herren. Wir blieben noch über Nacht. Paul Kalkbrenner sollte im Keller auflegen, doch stattdessen sahen wir... Herbert, mein Sohn. Guten Abend. Guten Abend. Dieser Knabe starrte mich mit unverhohlener Lust an. Sollen wir für irgendwas bestraft werden? Ja. Dauert das vielleicht länger, Dad? Sollen wir zwischendurch eine ABBA-Platte hören? Ich folgte den ABBA-Geräuschen durch die Untiefen der Innereien des Schlosses und fand nicht eure Mutter, sondern Herbert. Herbie hatte wohl immer noch Hunger auf mich. Findet ihr nicht einen Ball statt heute Nacht, nein? Nein, wie lang sie sind. Sie sehen ja wie Goldfäden aus. Wer? Ihre Wimpern. Goldfäden. Das Coolste an Herbie war, dass er nicht im Spiegel erschien. Aber auch nicht in der RP, Bild, Express, Bravo. Wer hat Ihnen denn gesagt, dass heute Nacht ein Ball stattfindet? Niemand. Ich hab's nur so geraten. Ihre Party fand wohl kaum Anklang. Sie plünderten gar die Gräber, um Gäste zu bekommen. Großer Gott. Ich fürchte mich so. Hochinteressant. Glauben Sie das denn? Ohne jeden Zweifel. Oh mein Gott. Sie hätten niemals hierher kommen dürfen. Ja, warum haben wir es dann gemacht? Fragen Sie doch den Professor. Wenn Sie erst auf meinem geistigen Niveau angelangt sind, werden wir die Winterabende dazu benutzen, um uns an Gesprächen zu erbauen. Die langen, dunklen Abende.
so viele dunkle Winter. Ihr junger Schüler ist bestimmt ein idealer Gefährte für meinen Sohn. Er ist jetzt schon recht vernarrt in ihn, das hat er mir selbst gesagt. Er ist ein sehr zarter und sensibler junger Mann. Im Laufe der Jahrhunderte werden die beiden sich besser kennenlernen, ebenso wie wir, lieber Professor. Ich musste viel Geschwafel ertragen, unerträgliches Geschwafel, bis ich eure Mutter endlich sah. Meine Liebe. Brüder und Schwestern, voll begründeter Hoffnung im Herzen sagte ich euch damals, dass wir, vertrauend auf Luzifers Hilfe und Beistand, bald üppigeren Festen entgegensehen dürften. Das Jahr ist vorüber und ich konnte euch bis heute nicht mehr zu einem festlichen Diner zusammenrufen, weil immer weniger Reisende in diese Gegend kommen, aber heute Abend habe ich eine wundervolle Überraschung für euch. Oh! Sie tanzte mit Vampiren und schien nicht mal unglücklich. Welch Teufel! Wir waren ja Gott sei Dank damals schon verdammt abgebrüht und cool. Wir haben die Mutter einfach geschnappt und sind abgehauen. Scheiß auf die Vampire. Mein guter Kumpel Q vom MI6 hat uns ein Easy Jet Special Snow Edition vorne bereitgestellt. Wir konnten einfach abdösen. Es folgte eine wunderschöne, hippieske Episode in unserem Beziehungsleben. Und auch hier wurde dort erzeugt. Ja. Danach war alles gut. Bis klar war, dass wir euch erzeugt hatten.